Ich nehme jetzt noch ein bisschen Gedärme. Weh. Oh, hör auf! Jo Freunde, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 100. Natürlich habt ihr den Titel höchstwahrscheinlich schon gelesen und wisst, was in diesem Video passiert. Ich bin ja gerade noch am Anfang vom Video und weiß gar nicht, ob das alles so hinhaut, wie ich es mir gerade vorstelle. Aber wenn alles funktioniert, dann wird das der krasseste Prank für dieses Jahr, ohne Witz. So Leute, kurze Erläuterung. Ich werde in etwa einer halben Stunde Marvin abholen und lade ihn auf McDonald's ein. Und dann werden wir erstmal schön zu McDonald's, hauen uns schön den Magen voll. Gut, da ich ja eingeweiht bin oder so gesehen weiß, was dann nach dem Essen passiert, weiß ich nicht, ob ich so viel nehmen werde. Wahrscheinlich wenig Sinn. Ja, auf jeden Fall holen wir uns da fett was zu essen, chillen uns irgendwo hin und er denkt, wir labern einfach nur und essen dabei und reden einfach mal darüber, was in den letzten Jahren, wo 100 Vlogs produziert wurden, eigentlich passiert ist. Und was er dann nicht weiß, sobald wir dann gegessen haben, werde ich sagen, hier, hör mal, ich habe uns ein Dessert mitgebracht. So, und das Dessert sieht so aus. Das sieht jetzt aus, als ob ich mir irgendwie einen Sprengsatz oder so irgendwas für eine Atombombe bestellt hätte. Kann man eigentlich damit sogar vergleichen? Ich weiß nicht, ob es als Körperverletzung sogar zählen würde. Es ist schon krass. Ich habe gehört, man darf sogar nicht mit in Flugzeuge nehmen. Und ich zeige euch jetzt mal, was das ist. Freunde, ich habe gerade gesehen, beim Transport ist, glaube ich, ein bisschen was schief gegangen, als ob da ein bisschen was ausgelaufen wäre. Ist aber absolut nicht schlimm. Ja, hiermit ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Ich habe Surströmming bestellt, Gammelfisch. Ja, also ich habe mich natürlich vorab ein bisschen informiert und mir auch schon die ein oder andere Challenge angeguckt. Und wenn ich das mal so mitgekriegt habe, dann... Also Sido hat gesagt, stell dir den schlimmsten Geruch deines Lebens vor und dann mal 10. Also ich will nicht wissen, wie das riecht. Hier kam auch gerade schon ein ganz kleiner Geruch raus, hat jetzt aber nicht schlimm gerochen, sondern eher nach Fisch von dem, was da drin war. Aber vielleicht ist es auch gar nicht von dem Gammelfisch, vielleicht kommt das aus einer Riesenfischerei. Da ist irgendwie halt an der Folie ein bisschen von irgendeinem anderen Fisch Soße hergelaufen oder so, keine Ahnung jetzt. Riecht auf jeden Fall nicht so schlimm. Das Ganze ist eingelegt in Milchsäure oder so irgendwas. Leute, ich will nicht so lange schnacken. Wir legen jetzt los. Wir fahren zu Marvin. Ihr kennt jetzt meinen Plan in etwa. Und ja, ich packe jetzt alles, hol Marvin ab. Wir gehen zu McDonald's, kaufen uns was Fettes zu essen, chillen uns wohin, essen das. Und dann kommt die Nachspeise. Ja, Freunde. Wir waren jetzt bei Mc's, haben uns Essen geholt, chillen uns jetzt noch wohin und werden mal ein bisschen labern. Blöd sich das anhört, Freunde, aber glaubt mir, es wird unterhaltsam. Marvin freut sich gewiss auch schon. Ja! Auf Essen und... Ich trinke eine Cola. Voll hardcore. Ja, Freunde, wir fahren jetzt wohin, checken die Location ab und drehen dann eigentlich den Hauptteil vom Video, wenn man das so sehen will. Marvin, erzähl den Leuten, wo wir sind. Kindelsberg. Parkplatz. Ja, Freunde, wir sind angekommen. Wir chillen uns jetzt mal hier hin. Essen was. Zeig den Leuten mal was mal zum Saufen und zum Chillen haben. Also das haben wir zum Saufen. Das zum Knabbel. Und das zum Chille. Ja, moje. Ich hab... Ach, da ist die Cocktails. Mal aufhören. Bist du bescheuert? Was denn? So, Leute. Der Käse ist schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das liegt ja schon länger als 20 Minuten. Was hast du denn bestellt? Hau mal raus. Steakhouse Beef. Ja Leute, ich habe mir hier eine Shrimp and Chicken Box geholt. Sehr nice. Ja, und während des Essens habe ich ihm erzählt, dass ich Baklava dabei hätte. Sorry, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wer es nicht kennt, ist was Türkisches und schmeckt einfach nur super süß. Ja, und da war er natürlich neugierig nach. Ich weiß gar nicht, wie Baklava schmeckt. Schmeckt geil. Das ist süß oder herzhaft? Das sieht immer so süß aus. Ja, ist süß. Sehr süß. Murphy. Ich habe uns extra Besteck mitgebracht. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung von dem Video. Der ist für euch. Der ist für euch. Hier, ich habe mal noch Handschuhe mitgebracht. Notfall. Was ist denn vor? Baklava essen, Junge. Wolltest du es operieren oder? Komm, beim besten Prank. In der Geschichte auf YouTube. Das ist schön. Nee. Marvin, es gibt keinen. Komm, wir probieren das jetzt. Ich glaube, du hast keinen Dosenöffner dabei. Oh Gottes Willen! Wenn wir noch rausnehmen. Oh, Lennart! Der muss filetiert werden. Wir haben gerade Mc's gegessen. Bist du bescheuert? Ja, habe ich extra gemacht. Was Baklava? Habe ich nicht dabei. Das war alles nur ein Prank. Junge, die Handschuhe, Alter, die passen mir ja absolut nicht. Oscars. Surströmming. Das ist Gammelfisch. Vom Pflanzen, Junge. Ich muss ein Bild von machen. Oh, Gottes Willen!
Gottes Willen. Weißt du, wie die Scheiße geschickt wurde? In der Polsterfolie mit Alu drumrum, komplett, als ob das ein Atombausatz für eine Atombombe wäre. Wenn das im Flugzeug aufgeht, dann sind die Piloten tot. Ja, das Ding ist, ich muss sagen, mein Magen dreht sich schon, seitdem ich dich geholt habe eigentlich, weil ich denke die ganze Zeit so, oh fuck, Alter, wie wird das sein? Ich bin vielleicht wegen Aufregung, keine Ahnung, vielleicht kriege ich auch einfach Kreislauf. Woher, jetzt warte mal, Halt, Innerhalt, nee, Innerhall, Inhalt wahrscheinlich, Heller, Stürminger. Also, passiert schon was? Ja, ne. Also Menschen essen sowas. Das kann ja nicht so schlimm sein. Das Zeug hier. Ey, bitte. Lennart. Ich rutsche ab. Nee, no joke. Wie soll ich hier öffnen? Oh, ich riech's. Hallo Mama, nicht mit so viel Gewalt. Marvin. Oh. Bäh. Oh, da fließt die so. Oh, da. Oh mein Gott. Oh Gott. Mach mal auf. Das riecht ja echt an einer Scheißfisch, Alter. Mach mal auf. Mach mal auf. Boah! Mal heb das Ding jetzt hoch, damit ich da runter kann. Ich komm noch nicht ganz, die ist noch nicht ganz offen. Es riecht nicht nach Fisch. Doch. So würden keine Fische riechen, niemals. Boah. Geh mal weg. Ich mach. Lennart, hör mal auf. Ich muss das Ding aufkriegen. Alter. Mach mit Gefühl. Mach mal langsam mit Kraft. Das geht nämlich hier langsam immer weiter auf. Langsam. Ich drücke einfach nur gegen. Ich sehe aber hier unten, dass sich das ein bisschen öffnet. Na, mach langsam. Da ist er. Geh woanders kotzen. Ich muss nicht kotzen, aber. Oh, Petri Heil. Oh, Gott. Ich glaube, das ist hier gerade schon gar nicht mehr legal, was wir machen. Ich wollte sagen, das zählt doch als Körperverletzung, oder? Da kann man auch mal anfangen zu filetieren. Sind das deine Eingeweide? Ja! Echt, da kriege ich einen Krampf, wenn ich sehe, wie da der scheiß Darm rauskommt. Ach du Scheiße, ist das ekelhaft. Aber ich... Nicht nach da drüben. Nein, es passiert nichts. Wir kotzen in eine andere Richtung. Kann man essen? Echt jetzt? Ja, ich kann nicht schlucken, aber... Ich habe eine Wirbelsäule. Ja, die... Alter Vater! Das ist die Krähte. Ist nicht so schlimm. Hiermit heute überhaupt null gerechnet. Absolut nicht mit gerechnet. Ich hab... Junge, das Ding steht seit Mittwoch da. Was denkst du, warum ich seit Mittwoch mit dir drehen will? Ich habe sogar extra mehr Versand bezahlt, damit es genau am Mittwoch ankommt. Das ist nicht heiß. Ich kann schön den Geruch wegpusten. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Gedärme. Oh, hör auf! Probier mal, das ist gar nicht so schlimm, oder? Alter, fuck! Alter, nee, mir ist schlecht. Ja, aus dem Weg. Der ist echt ekelhaft. Boah, also ich finde, es ist eine Mischung aus vergammelter Fisch, Fürzen, aber Bierschissfürze. Absolut ekelhaft. Wenn man halt ein bisschen empfindlicher ist, sage ich mal. Normal habe ich auch einen stabileren Magen, sonst wäre jetzt mein Mac-Menü eigentlich rausgekommen. Aber nee, ich muss nur ein bisschen würgen, aber... So. Hast mich auf jeden Fall gut verarscht. Stellt euch mal vor, sowas läuft euch im Auto aus, im Kofferraum. Ich würde das Auto verbrennen und dann in einen See schmeißen. Das ist ja, also... Ich muss dazu sagen, tut mir jetzt leid, auch für die Fische so. Ich meine, das ist irgendwo eine Delikatesse. Und es ist auch irgendwo gar nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Kannst nicht essen. Nein, aber ich finde, das ist das Ding bei Delikatessen. Es gibt Menschen, die vertragen es. Es gibt Menschen, die vertragen es nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal sehr interessant, so einen außergewöhnlichen Fisch mal zu probieren. Das ist an meiner Hand. Boah, stinkt das, ohne Witz. Drückst du in die Köpfe ab, Alter. Ja, weil die gut gerochen haben wahrscheinlich. Ein Cocktail, wenn man so drückt, dann kommt der Geruch da. Freunde, absolut nicht empfehlenswert, ohne Witz. Was machen Sie da? Wildpinkeln ist verboten, wa? Ich pinkel doch gar nicht, ich hab mein Handy in der Hand.
Ach so. Ne, Freunde, in diesem Moment, wo das Video online kommt, könnt ihr alle auf den Shop gehen, denn es gibt eine neue Merch-Kollektion für 2020 beziehungsweise eine Limited Edition für den 100. Vlog. Wird dieses Design nur ein oder zwei Monate im Shop erhältlich sein. Ich halte euch da mal auf dem Laufenden. Nur wenn ihr auch quasi diesen Meilenstein, den wir mit diesem Video erreicht haben, mit uns feiern wollt, Lust habt, ja, uns ein bisschen zu unterstützen und Bock habt auf mehr solcher Videos, dann lasst mich gerne wissen und wie gesagt, schaut gerne mal im Shop vorbei. Schadet auch nicht, wenn ihr es euch nur mal anguckt und uns Feedback dazu gibt. Auch gerne. Können wir bitte einfach nur hier weg? Es mieft. Und zwar immer noch danach. Und umso weiter man davon weggeht, desto stärker ist der Geruch. Dann fällt gerade ein Fahrradfahrer und der kippt jetzt gleich vom Fahrrad. Warum riechst du das denn nicht? Doch. Das riecht jetzt richtig nach Blähungen, nach faulen Eiern, Milch, Fleisch, verrottet, keine Ahnung. War auf jeden Fall das Video, aber krass, 100 Vlogs, wir haben echt viel erreicht, vielleicht kommt im 101. Vlog oder im 100, irgendwas Vlog noch irgendwie ein kleiner Zusammenschnitt von 100 Vlogs, die wir einfach produziert haben, das ist echt krank, Freunde. Wie soll man sagen, da haben wir jetzt ja, die Zahl 100 erreicht und das ist schon was, 100 Tage aus unserem Leben einfach aufgenommen, irgendwelche coolen, kranken, lustigen Dinge gemacht, unterwegs gewesen, viel rumgekommen. Ja, und wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auf den Shop zu gehen. Höchstwahrscheinlich gibt es sogar noch eine Rabattaktion, aber dazu steht nochmal alles unten in der Videobeschreibung. Oder ihr seht es dann im Shop. 15% auf alles im Shop, also auch auf das neue Design. Wenn ihr ja, jetzt direkt drauf geht und bestellt, seid ihr eigentlich noch safe. Dann habt ihr auf jeden Fall noch, sage ich mal, die Chance, den Rabatt zu nutzen. Und ja, ich würde sagen, das war es schon so gut wie mit dem 100. Vlog. Ja, ich hab Baklava dabei. Oh ja, wie schmecken die denn? Ich hab's wirklich, ich würde mal echt gern Baklava essen. Ich hab's noch nie gegessen. Ja, das können wir echt mal machen. Marvin, willst du noch was sagen? Ja, die 100 Vlogs, da haben wir echt eine ganze Menge erlebt. Boah, scheiße. Wir müssen hier weg. Haben wir eine ganze Menge erlebt. Ich weiß nicht, der erste Vlog war vom Flugplatz sogar. Nein, der erste war in Monte Schlacco, wo wir saßen. Ja. Ich immer so, oh, guck mal, ein Tutu und du bist ausgerastet. 2017 war echt geil und jetzt auch diese Aktion mit Hessen ein paar Mal und mit Luxemburg. Ja, viel gemacht, Alter. Wir waren, okay, du warst ja, ich sag mal. Und ich freue mich auch auf weitere Erlebnisse mit MyFly, also bleibt dran. Ja. Ja, Freunde, das war's. Wie gesagt, klickt jetzt in den Shop, macht euer Ding. Wir sind jetzt erstmal raus und sehen uns höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen mit einem neuen Video wieder. Was es sein wird, keine Ahnung, denn jetzt ist alles, was vorproduziert wurde, einfach rausgehauen. Und ja, freut euch drauf. Auf die nächsten Videos, die kommen. Denn jetzt fängt wieder eine sehr relativ aktive Zeit an im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber das werdet ihr sehen. Wie gesagt, abonnieren und wir sehen uns die Tage im neuen Video wieder. Haut rein, bis bald. Ciao. Bleibt der Geschmack im Mund? Nicht lange, nicht lange. Komm jetzt. König der Welt. Ne, richtig rein, komm.